Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing. Heute spielen wir Animal Crossing Wild World. Ich versuche die Aufnahme diesmal nicht ganz so übertrieben lang zu machen. Und ja, das was ihr hier gerade seht, ist die Originalauflösung von dem Spiel. Aber wir werden jetzt mal ein bisschen hochstellen, weil das ist schon ein bisschen sehr pixelig. Das macht die Sache doch schon um einiges angenehmer für das Auge. Ja, Animal Crossing Wild World, mein allererstes Animal Crossing. Wir werden nicht viel rumlabern, wir werden erstmal direkt starten. Hallöchen, du willst bestimmt spielen, nicht wahr? Na, aber absolut neues Spiel. Oh, der Captain! Willkommen an Bord! Hilf einem alten Seemann auf die Sprünge. Heute ist der 22. Februar 2020. Und die Uhrzeit, es ist doch 2.03 Uhr, richtig? Jo. Danke, diese Uhr traue ich nicht. Solange sie den, sollte sie den Haien zum Fraß vorwerfen. Da wirst gerade von Haien haben, die können es auf dieser Straße schwimmen. Ach, die könnten auf dieser Straße schwimmen, alles klar. Dieser Regen hat einfach keinen Erbarm. Es ist beruhigend. Ha, wie auch immer. Manche Leute kann man es auch nie recht machen. Ach, Moment. Hast du kleine Landschildkröte? Moment mal, du kleine Landschildkröte. Wie heißt du überhaupt? Ja, ich sehe schon. Ich weiß genau, wovon ich rede. Ja, wie heißt wieder Bastrion? Weil alles andere passt nicht. Sehr schön. Ha, Bastrion, ja? Der Name Bastian passt zu dir. Jo, echt hart. Ja, echt niedlich. Jo, echt hart, Alter. Ah. Hart klingen ist nicht hart sein. Wie die alte Schildkröte sagt. Meinte Turtle. Aber egal, es ist ein ordentlicher Name für einen kräftigen Burschen. Ja, genau. Ich fahre ziellos herum wie ein besoffener Steuermann. Sag doch mal, wo willst du eigentlich hin? Anlegen, Entschuldigung. My Lord. Bottom. War nur ein Witz, kleiner Button, stimmt's? Jo. Sag mal, Bastian, warum setzt du kurz auf Button? Zieh um. Du ziehst um? Ja, hoho. Bastian, hast du Flügel bekommen? Hast du Red Bull getrunken? Ah, ich muss fragen. Warum sollte ein kleiner Mann wie du Button wählen? Ist zwar ein nettes Örtchen, aber es ist auch am Ast der Welt. Um nicht Arsch zu sagen. Was also gefällt dir so sehr am Botten, dass du unbedingt dahin willst? Strand, Rathaus, Einkaufen, Stadttour, Museum, Strand natürlich, wie immer. Na, verstehe, so denken wir Männer. Strand und Bikinis, mein Freund. Ja, ich will ja nicht ablenken, Bastrion, aber du siehst nicht gerade aus, als ob du viel Geld dabei hättest. Hast du genug, um hier zurechtzukommen? Ja, so in etwa. Ach, mach dir keinen Kopf. Wenn du nicht genug Kohle für die Fahrt hast, lass ich dich eben mein Taxi mit einer Zahnbürste schrubben. Da sie hinten dort Bottom. Ho, wir können andocken. Hey, seht ihr das mal an? Sogar der verflixte Regen hört langsam auf. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank hört der Regen mitten im Winter auf. Ui, das sieht aber niedlich aus. Oh Mann, wir sehen aus wie ein Kloppy. Aber er nimmt uns Bade, Land in Sicht. Willkommen in Bottom. Wenn du Fragen hast, gehst du am besten ins Rathaus, gleich dort drüben. Ha, alles klar, viel Glück wünsche ich dir, Bastrion. Ja, tschüss, ne? Gehen wir erstmal ins Rathaus. Also, ich habe gerade nicht gesteuert, der geht automatisch, aber das ist okay, denke ich. Also, das hier ist das Rathaus von Bottom. Nun, was kann ich heute für dich tun? Bin hergezogen, kam mit dem Taxi, bin hergezogen. Oh du meine Güte, du musst Bastrion sein, nett dich kennenzulernen. Ich heiße Pelli, ich bin hier im Rathaus deine Ansprechpartnerin. Tom Nock war so nett und hat mir alles über dich erzählt, Bastrion. Er sagte mir, er möchte alle neuen Bewohner willkommen heißen. Deshalb hat er eine Bleibe für dich bereitgestellt. Natürlich ist sie bescheiden. Tom Nock war neuerdings ziemlich in Geberlaune, muss ich sagen. Nun denn, sicher willst du dein Haus gleich sehen. Also, das hier ist es. Cool.
Nun denn, Marcion, verwende diese Karte, um dein Haus zu finden. Oh, warte, weißt du überhaupt, wie man die Karte aufruft? Denke, das schaffen wir. Nun denn, auf Wiedersehen und komm bitte bald wieder. Okay. Müllabfuhr montags und donnerstags um 6 Uhr. Jo. Oh. Erstmal mit der Steuerung klarkommen, weil es ja Touch hat. Allgemein erstmal klarkommen ist ein guter Plan. So. Oh ja. Animal Crossing Wild World. Das ist mein allererstes Animal Crossing. Das weckt Erinnerungen. Ich glaube, hier gab es auch noch gar nicht die Schrägen. Die Welt ist hier einfach nur flach. Weil es gibt doch diese Klippen. Ich glaube, die gibt es hier gar nicht. Aber Schneemehl gibt's. Ne, hier ist einfach nur eine flache Welt. Das ist ein Ding, ne? Also Wild World war auf jeden Fall im Vergleich zum GameCube-Teil ein Downgrade. Also hier fehlen auf jeden Fall ein paar Features. Es wurde dann mit ein paar anderen Features quasi ergänzt. Aber insgesamt bietet das Spiel hier weitaus weniger Features als der GameCube-Teil. Oh, wir haben hier ein paar Grafik-Bugs, die ignorieren wir mal. Mein DS kann das gerade nicht handeln. Mein DS, ja, ja. Ich spiele gerade natürlich auf dem DS. Ist das jetzt hier unser Haus? Ah ja. Hey, du da drüben, du da drüben. Du bist Bastion, nicht? Der junge Mann, der dieses tolle Haus bestellt hat. Puh, ich bin froh, dass du es noch rechtzeitig geschafft hast. Na, was denkst du? Sieht gemütlich aus. Rustikal aus. Ich habe einen Unfall vergessen. Sieht gemütlich und rustikal aus. Ist okay. Du wirst dich sehr schnell dran gewöhnen, keine Sorge. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Tom Nock und bin der Besitzer des Ladens. Nebenbei bin ich in der Bau- und Umbaubranche tätig. Ich habe dein Haus genauso gebaut, wie du es bestellt hast. Deshalb darf ich wohl annehmen, dass du es auch bezahlen wirst, oder? Wenn du es bezahlt hast, gehört es einzig und allein dir, Bastion. Ach ja, natürlich, die Kosten haben wir noch nicht besprochen. Nun, der Gesamtpreis beläuft sich auf läppische 19.800 Sternis. Hurra! Ohohoho, mach dir keine Sorgen. Ich würde doch niemals verlangen, dass du es auf einmal abbezahlst. Jedes Mal, wenn du dich ins Bett auf dem Dachboden legst, wird gespeichert. Zahl deine Schulden einfach jeden Tag Stück für Stück im Rathaus ab. Mehr nicht. Ich muss heulen. Keine Sorge, nur keine Sorge. Wenn du etwas über das Geld verdienen müssen willst, erzähle ich es dir gerne. Nein, bitte nicht. Also eigentlich könnte ich es dir erzählen, aber durchs Erleben bleibt es besser im Gedächtnis. Also, als durch Zuhören, ja? Warum nimmst du nicht einen Teilzeitjob in meinem Laden an, hm? Du verdienst etwas Geld und lernst so die Stadt kennen. Ist doch genial, hm? Ja, ja, eine tolle Idee, absolut genial. Oh ja, es ist abgemacht. Komm noch später bei mir im Laden vorbei, hm? Wenn du nicht weißt, wo er ist, sieh auf der Karte nach. So einfach ist es. Also dann, ich warte auf dich in meinem Laden. Komm vorbei. Der hat ziemlich oft hm gesagt. Ich kam mir vor wie ein Gespräch mit Yoda. Das ist die Karte. Okay. Y. Wie schließe ich die Scheiße? Bin überfordert. Okay. Puh, ich muss hier mehr mit dem... Natürlich, das ist direkt eine Falle. Das erste Ding, wo wir reintrampeln, ist natürlich eine Falle. Okay, unsere Obstbäume sind Kirschen. Das finde ich nett. Gut, gehen wir zu Tom Nocks Laden. Ich nehme meine Maus, das geht schneller. So, wo war die Karte? Die Karte ist hier. Tom Nocks Laden ist da unten. Okay, das sollten wir finden. Mein allererstes Animal Crossing. Ich könnte jetzt erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Mache ich aber nicht, weil uns erstmal Tom Nock voll quatschen wird. Ich erzähle das dann, wenn ich mehr Zeit habe. Oh, du hast dich doch nochmal entschieden, hier mal aufzutauchen. Ich habe mich schon gefragt, ob ich dich jemals sehen werde. Alles klar, dann legen wir mal los. Zieh als erstes die Arbeitsuniform an.
zu deinen Informationen, jeder, der hier arbeitet, muss sowas tragen. Sag einfach Bescheid, wenn du mit dem Umziehen fertig bist. Ja, das machen wir doch direkt. Ich muss mal gucken, konnte man nicht in diesem Teil auch den Hintergrund ändern irgendwie? Ich weiß nicht mehr wie, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es ging irgendwie. Nehmen. Ging das nicht irgendwie? Ach nee, man konnte den anders ändern. Moment. Hier und dann... Irgendwie konnte man den Hintergrund ändern. Ich weiß nicht mehr wie, um ehrlich zu sein. Das sieht ganz schön beschissen aus. Das will ich nicht. Kopf entfernen. Zack, ist der Kopf ab. Da muss ich erstmal ein bisschen nachdenken. Jo, ich habe keine Ahnung mehr, wie es geht. Aber ich glaube, es ging. Ist ja auch egal. Ja, ja, das sitzt ja wie angegossen. Da wir das hinter uns haben, geben wir dir gleich Arbeit, oh ja. Als erstes pflanzt du ein paar Bäume und Pflanzen um meinen Laden herum. Sauber und ansprechende Umgebung wird meinem Laden noch attraktiv machen. Ich verlasse mich drauf, dass du die Umgebung charmant gestaltest. Gib einfach Bescheid, wenn du fertig bist, okay? Alles klar. Das erinnert uns ja irgendwie an den GameCube-Teil, so minimal, aber... Nur so minimal. Ich weiß nicht, warum mein Charakter dauerhaft rennt. Aber es stört mich gerade auch nicht unbedingt. Alter, das ist ein Bewohner. Hallo. So, wir pflanzen das hier ganz gewissenhaft, wie immer. Konnte ich hier auch eine hinstellen? Das würde super gut von dem Fenster aussehen. Oh, das ist schön. Machen wir noch eine hin? Hier ist zwar ein Baum im Weg, aber das passt schon. So. Jetzt pflanzen wir noch ein paar Bäume. Was wollte ich jetzt erzählen? Ich wollte sagen, dass ich weiterhin Animal Crossing auf dem GameCube gespielt habe. Macht Spaß, kann mich nicht beschweren. Ich habe die neue Nintendo direkt gesehen gehabt am Montag, wo New Horizon mehr gezeigt wurde. Das Spiel sieht ja fucking fantastisch aus. Also rein vom optischen her schon sieht das ja richtig gut aus. Und von den Features her sieht das ja, also das wird ja einfach nur geil, Leute. Wird einfach nur geil. Ich bin fertig übrigens, danke. Und hast du der Umgebung neuen Charme mit den Pflanzen verliehen? Ich muss mich wohl auf dein Gefühl für Stil verlassen, was machst du denn? Also was soll ich dir als nächstes zu tun geben? Oh, wie dumm von mir. Etwas ist mir komplett entfallen. Basrin, du bist doch gerade erst im Bottom angekommen, oder? Nun, hast du dich schon allen Bewohnern vorgestellt? Ich sag dir was, du hast so hart gearbeitet, ich gönne dir eine kleine Pause. Nutze sie, um dich bei deinen Nachbarn, meinen Kunden vorzustellen. Vergiss nicht zu klopfen, du willst hier niemanden erschrecken. Oh, vergiss auch nicht, dich dem Bürgermeister vorzustellen. Er spaziert in der Regel in der Nähe des Rathauses. Such ihn am besten dort. Also gut, mach dich jetzt auf den Weg. Nicht trödeln. Okay. Gehen wir zuerst zum Rathaus. Das ist das Museum. Fuck. Der Grund, warum ich gerade direkt hier hochgerannt ist, hier hochgerannt bin, ist, weil mein Rathaus hier früher war. Und irgendwie war ich gerade voll im Modus. Ah, hier, und das Rathaus ist ja auch hier oben. Oh, das ist schön. Guten Tag, ich möchte dich etwas fragen. Wem von deinem... Wem von diesen Personen respektierst du am meisten? Häuptling, Bürgermeister, Postbote, Vorsitzender? Natürlich den Bürgermeister. Meinst du mich? Die Antwort gefällt mir. Für so einen jungen Mann bist du aber sehr weise. Also, wie heißt du? Bastian, was? Ein schöner Name. Ich bin Teutel, der Bürgermeister von Bottom. Am Feiertagen und bei besonderen Ereignissen solltest du mich besuchen. Ich warte auf dich hier am Rathausplatz. Okay, Turtle. Mann, fuck, falsche Taste. Ich will immer Bäume schütteln, aber ich weiß die Taste nicht, wenn ich ehrlich bin. Ah, okay. Die Taste ist es. Digga, es reicht. Ich muss mich dran gewöhnen, dass ich automatisch renne aus irgendwelchen Gründen. Eigentlich sollte es, glaube ich, nicht so sein, aber... Das ist okay, damit können wir jetzt leben. Ist ein bisschen komisch, mit dem Steuerkreuz zu steuern.
Weil ich bin mir ziemlich sicher, aber das Spiel hat, glaube ich, keinen richtigen analogen Input. Deswegen habe ich es direkt auf mein Steuerkreuz auf den Controller gelegt. Oh, naja. Hugo. Oh, hey, guten Abend. Dass wir uns nachts begegnen, muss Schicksal sein. Mein Name ist Hugo und du bist Bastrion? Ja, das dachte ich mir. Nun, Bastrion, vielleicht können wir mal gemeinsam Möbel sammeln. Okay. Eines der exklusiven Features, das dieses Animal Crossing hatte und danach nie wieder ein Animal Crossing, ist, dass die Bewohner dich zu Wettbewerben herausgefordert haben. Zum Beispiel, wer den größten Fisch fängt und sowas. Das gibt's tatsächlich nur in diesem Animal Crossing und wurde dann nie wieder in einem neuen Animal Crossing verwertet. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, weil wenn es darum geht, eine möglichst lebendige Welt zu machen, ist es doch sinnvoll, dieses Feature zu behalten. Yo, warum kann ich die Koralle nicht aufnehmen? Muss ich die anklicken? Okay. Mit welcher Taste hebe ich Scheiße auf? Ich habe keine Ahnung, ob die viel wert war. So, wir gehen jetzt erstmal allen Bewohnern Hallo sagen. Schade, dass es für das Spiel hier keinen Texture Pack gibt, aber der DS-Emulator unterstützt keine Texture Packs. Oh, hallo, Pinguin. Oh Mann, guck mal, wie spät es schon ist. Was machst du so spät in der Nacht hier? Ich freue mich, aber sonst hätte ich dich wohl nicht getroffen. Vielleicht ist das Schicksal eine Art Vorbestimmung. Ich bin Sonja, ich bin froh, dass du noch auf den Beinen bist. Jo, das freut mich auch. So, wem haben wir hier noch in der Gegend? Wie viele Bewohner haben wir denn überhaupt gerade? Eins, drei Bewohner? Junge, das ist ja nix. Das ist Sonjas Haus. Ne, Tanja. Hallo, Tanja. Wer ist Tanja? Wo ist Tanja? Ist die nicht in der Nähe von ihrem Haus? Muss ich die jetzt hier querfeld einsuchen oder was? Ich nehme mal die Maus aus dem Bild. Den DS-Stift meine ich natürlich. Ja, geil. Guck mal. Okay, dann suchen wir jetzt die Tanja, weil die quasi hier irgendwo rumkriecht, wo keiner weiß wo. Aber das ist Sonjas Haus, okay. Mein Lieblingsbewohner und mein allererster Bewohner auf dem DS war Bill gewesen. Das war eine Ente. Und den hatte ich nie wieder in einem Animal Crossing teilbekommen. Bis heute würde ich gerne Bill wieder als Bewohner haben in einem Animal Crossing. Ich habe ihn nie wieder gesehen. In keinem Animal Crossing. Das ist sehr, sehr traurig. Wo ist denn hier jetzt der Tanja? What the fuck? Aber im neuen Animal Crossing will ich mir Mühe geben, Bill wieder zu bekommen. Bill und die komische andere Ente, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Da gab es bei mir im Dorf immer Gerüchte, dass dass bei denen was am Laufen ist quasi. Das ist auch ein Feature, was hier für Europa neu war, für Japan nicht, aber für Europa war es hier neu, dass die Bewohner Gerüchte gestreut haben. Beziehungsweise, wenn sich zwei Bewohner unterhalten haben, konnte man sich ja mit dazustellen. Dann haben die immer über Gerüchte geredet. Und das war ein Feature, was es nur in dieser Edition hier gibt. Was es dann ab dieser Edition hier gibt. Nicht nur in dieser Edition, ab dieser Edition. Zumindest für Europa. In Japan gab es das dann schon mit der erarbeiteten GameCube-Fassung. Für Leute, die mein letztes Video nicht gesehen haben, erkläre ich es nochmal. Die GameCube-Fassung kam in Japan zweimal raus. Einmal die reguläre, die auch bei uns rausgekommen ist, und dann nochmal dasselbe Spiel verbessert. Das hieß dann Animal Forest Plus, beziehungsweise allgemein Animal Crossing heißt in Japan Animal Forest. Ja, und in Japan wurde es dann nochmal re-released mit Animal Forest E Plus. Keine Ahnung, wofür das stehen soll. Und da gab es nochmal ganz viele neue Features, die es in der europäischen Version nicht gab. Jo, wo ist hier der eine Fuck-Bewohner? Das geht mir gerade ein bisschen auf den Zeiger, wenn ich ehrlich bin. Hä, Alter, wo waren wir denn hier noch nicht? Irgendein Bewohner fehlt. Ich dreh durch.
Aber so hochskaliert muss ich sagen, das Spiel hat so seinen eigenen Charme, ne? Also es sieht meiner Meinung nach jetzt nicht so unbedingt schlecht aus. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht, wie die Bäume so. Also man sieht halt, dass es keine 3D-Modelle sind, sondern 2D-Pappaufsteller quasi. Aber naja, also ich meine, zur damaligen Zeit war schon revolutionär das Spiel, mehr oder weniger. Und drauf gekommen bin ich damals, weil es ein Freund gespielt hat. Da hatte ich zugeguckt, aber so war es eigentlich damals bei den meisten DS-Spielen, die sich dann verbreitet haben. Du hast irgendeinen Typen zugeguckt, der zufällig das Spiel hatte. Und dann wolltest du es auch haben, weil Internet gab es damals noch nicht. Trailer konntest du dir nicht angucken. Und irgendein Kumpel hatte halt dieses Spiel gespielt gehabt und ich dachte mir, Alter, geil. Da hat er gerade Bäume geschüttelt und da kam Sternis raus. Ich dachte mir, ach geil, da kommt Geld aus den Bäumen. Da muss ja fantastisch. Da muss ja fantastisch sein. Du kannst ja auch Dinge verkaufen. Naja, das kann ja nur ein tolles Spiel sein. Und dann habe ich mir das Spiel irgendwann geholt. Und dann hatte ich das immer zusammen mit dem Kumpel gespielt. Weil man ja dann so schön zusammenspielen konnte. Über einen lokalen Multiplayer-Modus, drahtlos. Ja, und dann wurde das Spiel auch immer weiter verbreitet bei mir an der Schule, sage ich mal so. Hier ist Sonja. Wo ist der letzte Bewohner? Okay, wir rennen jetzt gleich seit 10 Minuten einfach ein bisschen im Kreis, weil ich den letzten Bewohner nicht finde. Das ist geil. Pennt der vielleicht? Aber kann eigentlich nicht. Normalerweise müssten alle Bewohner um die Zeit draußen sein. Ja, fick dich doch. Ich hab... Warum hat denn kein Licht gebrannt? Mein Gott. Ich will Zitronenkuchen. Was? Du hast mich... mein Selbstgespräch gehört? Ich bin... Tanja. Und du? Oh, Baströn, ja. Du hast gelauscht, also gib mir Zitronenkuchen. Tschüssi. Er ist nicht meine Favorite-Katze vom Design her, muss ich sagen. Sieht ein bisschen bescheuert aus. Naja. So, jetzt können wir zurück. Ich finde es auch schön, dass man hier die Fußdrücke sieht, wo man lang rennt. Und erst hat man das auch erkannt, aber nicht unbedingt so gut. So, gehen wir wieder zu Tommy. Aha, ich will nicht über die Blumen rennen. Oh, ich hatte damals ein riesiges Blumenfeld. Da gibt es noch eine Geschichte, die ich später erzählen werde. Ein Nick... Was? Ein Nicken und ein... Ach, ein Nicken. Ein Nicken und ein gemurmeltes Hallo reichen nicht. Oh nein, du musst mit ihnen plaudern. Beziehungen basieren auf Vertrauen. Und nicht zu vergessen auf Kommunikation. Okay, das hätte man mehr sagen können. Aber dann suchen wir alle Bewohner einfach nochmal auf. Der Herr Nock das so will. Oh Sonja, du warst gerade noch hier. Ah. Tut mir leid, aber ich muss ins Bett. Wie auch immer, wolltest du etwas von mir? Erzähl mir was. Du siehst interessant aus, Bastian. Darf ich dich etwas fragen? Keine Sorge, es tut auch gar nicht weh. Zunächst einmal, wann ist dein Geburtstag? Oh, deswegen sollte ich mit dem weiter quatschen. Jo, wie ändere ich denn hier irgendwas? Ah, ja. Jo, nehmen wir den 11. Januar von mir aus. Ist es wahr, 11. Januar? Dann ist dein Sternzeichen Steinbock. Genau. Die nächste Frage, welche Blutgruppe hast du? Ich weiß nicht mal, welche Blutgruppe ich in Real habe. Ich glaube, ich habe B. Danke. Was? Du fragst dich sicher, warum ich dir all diese Fragen stelle? Das wirst du schon früh genug merken, Bastian, garantiert. Aber nur im Witz, im Ernst. Mach dir mal keine Sorgen. Okay. Reicht das jetzt so oder muss ich noch mehr mit denen reden? Jo, ich krieg die Tür nicht auf. Ah ja. Hast du dich jedem vorgestellt? Ja, ja. Du kommst im Bottom besser zurecht, wenn du Freunde hast. Tja, es ist an der Zeit, dich mit Möbellieferung zu beauftragen. Das ist bestimmt, was du dir vorgestellt hast, als du den Job angenommen hast.
Also, ich möchte, dass du diesen Möbelstück an Hugo lieferst. Los. Und mach ja nicht einen Umweg übers Kaffee. Geh direkt zum Kunden. Dann komm direkt wieder her und sag mir, wenn du fertig bist. Okay, Chef. Okay, Hugo krabbelt irgendwo da oben rum. Ich hoffe, im neuen Animal Crossing kann man mehr als 10 Bewohner haben. Das finde ich ziemlich schön. Ich hätte gerne wieder 15. Und ich hoffe, dass New Horizon einfach eine große Map bietet. Ich staune, dass sie in der direkt dazu nichts gesagt haben. Oder habe ich die Infos irgendwie verpasst oder so? Ich meine, ich würde schon gerne wissen, wie viele Bewohner ich haben kann. Ich hoffe, es sind mehr als 10. Ich will nicht wieder nur mit 10. Ich meine, wir hatten mal 15. Warum geht man immer weiter runter mit den Bewohnern? Also, immer weiter ist jetzt übertrieben. Wild World ist das Animal Crossing mit den wenigsten Bewohnern von allen, aber das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an der Limitierung der Hardware. Sag mal, Hugo, du bist doch erst da. Da ist er ja. Hallo. Bastian, bist du nicht müde? Oh, richtig, du sollst mal kurz reden, stimmt's? Lieferung an Hugo abgeben. Wieso bringst du mir das, Bastian? Oh, das ist es also. Du hilfst im Tomlocks Laden aus. Sieh dich an. Welch Fleiß. Ich muss auch hart arbeiten. Hier ein Willkommensgeschenk. Hältst du Verwendung für eine Hängematte? Kannst du nicht mit leeren Händen hier an? Kommst du nicht mit leeren Händen hier an? Du bist ein richtiger Wandervogel. Flatterst hier hin und dorthin und schläfst im weichen Gras. Kennst du dies hier in dein Haus stellen? Wenn du dies hier in dein Haus... Meine Güte. Tippe auf den... Okay, blablabla. Das überspringen wir mal ganz gekonnt. Das ist mir ein bisschen unnötiges Gelaber. Huch. Wir haben aus Versehen die Tulpen berührt. Die sind direkt fast zerschmettert worden. Huch, wir haben aus Versehen die Rosen berührt. Vorsichtig durch hier. Willkommen zurück, gratuliere deine erste erfolgreiche Lieferung. Du siehst zwar nicht so aus, aber du bist überraschend zuverlässig. Klar ist, wenn seine Aufgabe erledigt, bekommt mehr zu tun. Ah, klar ist, wer seine Aufgabe erledigt, bekommt mehr zu tun. Ja, und wie? Deine nächste Aufgabe besteht darin, einen Kunden direkt anzuschreiben. Genauer gesagt, geht es um einen persönlichen Werbebrief. Er soll an meinen geschätzten Kunden Sonja gerichtet sein. Bedanke dich zunächst bei Sonja für ihre Treue zu meinem Laden. Füge dann Informationen über unser neuestes Sonderangebot an. Ja, ja, benutze dazu dieses Briefpapier. Briefe kannst du auf dem Blablabla jetzt endlich. Irgendwie diese M-Quest wie im GameCube, das wusste ich gar nicht mehr. Schon eine ganze Weile her. Ich wusste irgendwie, dass es ähnliche hat, aber ich wusste nicht, dass es eins zu eins dieselben sind. Jo, ihr gebt uns auch nur ein Papier, damit wir auch bloß nicht noch irgendwie was damit anfangen können. Hallo Sonja. Wir schreiben daraus jetzt einen Drohbrief. Kaufe bei Tomlock. Wo sind Ausrufezeichen? Bin ich blind, Junge? Ah ja. Sofort. Denn das ist ein schöner Brief geworden. Das Schreiben ist wesentlich angenehmer als auf dem GameCube, weil man die Maus benutzen kann. So, den bringen wir jetzt weg. Hui. Interessant, wie Tomlocks Laden jetzt in der Nacht geöffnet hat. Aber sobald die Quests abgeschlossen sind, schließt er natürlich direkt. Da hat er keinen Bock mehr. Oh, das Licht hat einen Bug. Ja, Peggy ist da. Gut, gut. Ach, hör auf, mich zu belästigen. Dies ist das Bürgerbüro. Worüber willst du etwas wissen? Entschuldigung, ich wollte zur Post. Nichts.
Schön stolpere nicht über den Teppich. Schusch jetzt raus und tschüss. Das muss ein ätzender Job sein. Oh, das hier habe ich immer sehr gerne gemacht als Kind. Ja, das fand ich schön. Ah, ein Kunde. Das ist das örtliche Postamt. Was brauchst du? Brief abschicken. Senden. Schön, ich nehme deine Post. Gar kein Problem. Sonst noch was? Mehr Briefe? Gut. Das habe ich erwartet. Wir wären dann fertig. Du raubst mir den Nerv. Das ist übrigens auch ein Feature, was es nur hier gibt. Den Recycling-Bin. Hier kloppen Bewohner manchmal Zeug rein. Und dann könnt ihr das rausholen und bei euch hinstellen oder was auch immer. Verkaufen. Da kommen unterschiedlichste Items rein. Peggy ist ein Charakter, den ich damals immer gefeiert habe und den ich immer noch feiere. Heute feiere ich den mehr als damals, weil der spiegelt ziemlich genau das Arbeitsleben wider. Ich meine, als Kind denkst du, das Arbeitsleben ist so, wie Peggy es dir zeigt. Aber in Wirklichkeit ist das Arbeitsleben so, wie Peggy es dir zeigt. Du hast überhaupt keine Lust und bist froh, wenn deine 8 Stunden rum sind. In den meisten Fällen. Nicht immer, in den meisten Fällen. Doch Leute, die haben Glück und haben einen Beruf, der ihnen Spaß macht. Aber das trifft meistens auf die wenigeren zu. Und ist er abgeschickt? Ja, ja, gut gemacht, gute Arbeit, sehr schön. Hast zwar etwas länger gebraucht als erwartet, aber immerhin. Die Bewohner von Bottom lieben Briefe. Wenn man keinen verschickt, kommt man in dieser Stadt überhaupt nicht zurecht. Also dann, als nächstes lieferst du einen Teppich aus. Dieses Mal aber ein bisschen flotter, verstanden? Dieser Teppich soll zu Tanja gebracht werden. Also los. Los. Und denk ja nicht, dass du trödeln kannst. Ich behalte dich im Auge. Und halt nicht ständig auf ein Schwätzchen an. Hast du mich verstanden? Gut, dann lass mich wissen, sobald du fertig bist. Übrigens wurde Tom Nock mal in einer Zeitung von einer Community, wenn ich das richtig verstanden habe, zum besten Bösewicht. Nicht zum besten Bösewicht. Er wurde nominiert. Zum Bösewicht von Nintendo-Spielen. Das ist eine tolle Nominierung, die man bekommen kann. Als ein Charakter, der eigentlich nicht böse ist. Übrigens, wie ihr seht, das Licht ist verbuggt. Normalerweise sollte da Licht rausscheinen aus den Häusern, aber... Ja. Die Emulierung schafft das nicht ganz, aber ich denke, das ist okay. Du kannst also auch nicht schlafen? Graul, mehr Kaffee, jetzt! Ohoho, willst du nun was von mir oder nicht? Lieferung. Teppich, abgeben. Endlich, was ist denn los? Das sollte doch gestern schon hier sein. Naja, Bastian, du bist ja nur die neue Aushilfe, ist schon in Ordnung. Überhaupt, warum sauer sein? Schließlich habe ich einen neuen Teppich! Den alten brauche ich nicht mehr. Hier hast du meinen Schachteppich. Ja, 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 jetzt bin ich meinem idealen Haus ein Stück näher gekommen. Wenn du dein Haus schöner machen willst, geh täglich zu Noxladen. Und wenn du etwas siehst, das dir gefällt, kauf es. Naja, solange du Aushilfe bist, hast du eh andere Sorgen. Das ist wohlbar. So, gehen wir wieder zu Tom Nock. Ich muss sagen... Die Anfangsquests sind irgendwie ziemlich nervig, wenn man sie zweimal machen muss. Beziehungsweise inzwischen dreimal. Ich habe einmal die Anfangsquest ja auf dem Gamecube gemacht. Dann habe ich auf dem Gamecube mir die japanische Version für den Gamecube runtergeladen mit dem Community Patch, um das auszuprobieren. Und muss das dann nochmal machen. Und jetzt mache ich es nochmal. Und ich werde es wahrscheinlich noch zweimal machen müssen. Einmal für die Wii-Version und einmal für die 3DS-Version. Zum Glück nehme ich es immer wieder auf. Ist bestimmt spektakulär zuzusehen. Willkommen zurück. Gute Arbeit. Offenbar merkst du langsam, wo der Hase hier entlangläuft. Wenn du so weitermachst, biete ich dir vielleicht einen festen Job an. Als nächstes lieferst du eine Gießkanne an Sonja. Komm ja nicht auf falsche Ideen. Zuliefernde Ware wird nicht selbst benutzt. Wenn du welche Blumen unbedingt gießen möchtest, suchst du das gefälligst in deiner Freizeit mit deiner eigenen Gießkanne.
Da das geklärt ist, möchte ich, dass du allen zeigst, wie du liefern kannst. Gib mir dann Bescheid, wenn das erledigt ist. Okay, tschüssi. Hallo? War Sonja nicht irgendwo hier unten? Wo bist du hingerannt, Sonja? Oh, guck mal! Da ist ein, oh, das wollte ich nicht. Oh, shit. Da war ein Müllkäfer hier. Wie ist der denn? Mistkäfer. Der rollt da den Ball ein bisschen rum. Stimmt, die konnte man immer nur im Winter fangen, damit die Bälle rumrollen. Der soll den aber nicht ins Wasser rollen, weil ich will daraus noch einen Schneemann machen. Jo, Kollege. Das geht eindeutig ein bisschen in die falsche Richtung. Was ist denn, wenn ich jetzt stehen bleibe? Er rollt gleich gegen mich. Okay, das geht mir ein bisschen zu dicht ins Wasser. Tschüss, Käfer. Wir haben eh keinen Kescher, wir hätten nichts machen können. Wir können mal schnell ein Schneemehl bauen. Das lässt sich hier eigentlich ganz geil machen, wenn das hier so lang schlittert. Oh, jetzt wird das schon ein bisschen größer. Ich meine, das ist doch mal eine Schneekugel, die überhaupt nicht eckig ist. So, jetzt nehmen wir noch die Kugel von hier drüben. Wo ist sie denn? Da. Man konnte auch irgendwie Ameisen fangen in dem Spiel, indem man Bonbon auf den Boden gelegt hat, das weiß ich noch. Ich glaube, es ist auch in New Leaf noch so und in dem Wii Teil. Oder verwechsel ich das gerade mit dem Wii Teil? Weiß ich nicht. Ich verwechsel die Spiele inzwischen schon. Ich hatte auch mal irgendwann jemand erzählt, dass ich in New Leaf ein UFO abgeschossen habe. Das kann gar nicht stimmen. In New Leaf gibt es die UFOs gar nicht mehr, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, warum die UFOs rausgemacht haben. Es war so ein cooles Feature, eines meiner Lieblingsfeatures, dass es UFOs gab in den Spielen. Oh mein fucking Gott. Was denkt ihr, was es für Gerüchte auf dem Schulhof gab zu dem Thema? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Niemand hat geglaubt. Als einer erzählt hatte, yo, ich habe hier Item bekommen, wo ich ein UFO abgeschossen hat, das hat natürlich niemand geglaubt, Alter. Niemand hat gedacht, dass es in diesem Spiel ein UFO gibt. Und dann kam raus, yo, UFO-Time. Weil irgendwann hat man dann selber das UFO mal gesehen. Und dann war klar, das muss doch stimmen. Fröhlichen Schneemann-Tag, hohoho. Ja, heute ist ein besonderer Tag, mein Geburtstag. Hättest du doch nur ein bisschen mehr auf Form und Ausgewogenheit geachtet, dann wäre es ein großartiger Geburtstag. Aber gut, immerhin lebe ich. Ja, ich freue mich schon, hier zu sein. Vielen Dank, Kleiner. Den kann man übrigens jetzt nicht mehr umrennen. Das ging nur im Gamecube-Teil. Ich finde es ein bisschen traurig, er ist ein bisschen schräg, er sieht einfach geknickt aus, aber naja, ist jetzt halt so. Ach ja, wir wollten was zu Sonja liefern. Ich habe schon wieder ganz vergessen, was wir machen sollten. Klingt nach einem tollen Plan. Wenn wir Sonja jetzt noch finden würden. Vielleicht ist sie bei ihrem Haus oder in der Nähe von ihrem Haus. Das ist nicht Sonjas Haus, aber hier Schritte. Oh, sie sind alle hier. Oh, wir können uns ins Gespräch einmischen. Gestern hatte ich einen schier unglaublichen Traum. Ich war ein großer Filmstar und wurde zu all diesen Partys eingeladen. Da waren berühmte Schauspielerinnen. Wir haben alle gemeinsam Vanillelutscher gegessen. Das ist nur ein Traum. Oh, jetzt, wo du es erwähnst, war es wohl so. Übrigens, Schniff. Du kommst auch vor in meinem Traum, Sonja. Oh, meine Güte, wirklich? Also, wie war ich? War ich auch eine berühmte Schauspielerin? Ehrlich gesagt, hast du in der Küche gestanden und eine Lutsche gemacht. Ja, so wie das halt ist mit den Frauen. Da, wo sie hingehören. Und, Hate, Leute, ist natürlich nur Spaß. Ich hoffe, ihr versteht das. Du hast geschwitzt wie ein Schwein. Jawohl, wie gewöhnlich warst du der Star der Party. Das könnte ich als Kompliment auffassen. Ja, wenn ich ein Volltrottel wäre.
Du bist ein dummer sexistischer Macho und ich dachte, wir wären Freunde. Yo, die rasten ganz schön aus hier. Ich wusste nicht mehr, dass das hier so in die politische Richtung geht. Das spiegelt eigentlich die YouTube-Kommentare gerade perfekt wider. Oh, jetzt ist sie geknickt. Oh mein Gott. Und er so völlig happy. Ja moin. Das spiegelt mich ziemlich gut wieder. Und das spiegelt die Leute wieder, die in meinen Kommentaren sind, wenn ich einen dummen Kommentar abgebe. Bastian, schon mal etwas gegessen, das dir den Magen umgedreht hat? Genauso geht es mir jetzt. Ich habe nichts gegessen. Ich bin nur traurig, das alles. Oh, hör auf. Oh, wir können ihr die Gießkanne nicht geben, weil sie geknickt ist. Yo, das ist gerade maximal belastend. Mein Herz ist in den Brunnen des Kummers gefallen. Tut mir leid, aber lass mich einfach eine Weile in Ruhe. Oh, das ist gerade richtig belastend. Wir können nichts machen, außer zu warten, bis der ihre Trauerphase vorbeigeht. Na, das ist ja fantastisch. Das dauert doch jetzt 5 Minuten oder so. Oh, shit. Okay, wie wäre es, wenn wir es anders machen? Ich versuche, ob ich speichern kann. Und dann drehe ich direkt die Zeit und alles vor, weil das ist sonst ein bisschen Zeitverschwendung. Möchtest du das Spiel jetzt beenden? Speichern und enden. Okay, es funktioniert. So, da sind wir wieder. Wir haben den 12.2. Und ich habe die Zeit extra auf den 12.2. gestellt. Wir haben quasi die Zeit ein bisschen zurückgespult. Weil dann auch direkt ein Event ist, welches exklusiv für Animal Crossing Wild World ist. Nämlich das Bright Lights Event. Das ist ein Event, wo die Bewohner ihre Häuser schmücken. Und ein paar Bäume und so ein Kram. Und dann kann der Spieler nominieren, welches das schönste Haus ist. Ich glaube in New Leaf und in City Folk haben die ihre Häuser zu Weihnachten gar nicht geschmückt. Also gar nicht erst geschmückt. Dadurch gibt es natürlich das Event nicht, was ja logisch ist erstmal. Aber ich überlege gerade, ob die trotzdem ihre Häuser geschmückt haben, ohne dass es ein Event dafür gab. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber ja, hier gibt es auf jeden Fall wunderschöne Häuser, die wunderschön geschmückt sind. Wir gehen jetzt direkt erstmal. Wir gehen erstmal zu Sonja. Die habe ich auch irgendwo rumrennen sehen. Ich habe mich schon wieder verquatscht und habe ein bisschen vergessen, dass wir Sonja noch die Gießkanne geben müssen, wenn ich ehrlich bin. Fuck. Sonja! Gießkanne! Hallo, Tom Nock. Oh, die Blumen sind schon wieder am Welken. Das geht mir schon wieder auf den Senkel, ey. Ja, ich hatte früher ein riesiges Blumenfeld und hatte das regelmäßig gegossen. Wirklich ein riesiges Blumenfeld. Es war wirklich riesig. Es hat die halbe Map eingenommen. Und ich hatte das täglich gegossen. Und dann kam ein Kumpel und fand es irgendwie lustig, die Zeit zu verändern und so. Jedenfalls waren dann alle Blumen weg. Komplett meine ganze Arbeit ruiniert. Ich hatte jeden Tag gespielt und Blumen gekauft und die logischerweise gepflanzt und gegossen. Jeden Tag, bis ich die halbe Map voll hatte, weil ich wollte unbedingt die goldene Gießkanne haben. Und der hat gedacht, ja, das ist ja lustig, wenn ich das jetzt so mache. Und da war ich so pissed gewesen. Ich war damals 6 oder so, oder 7. Und da war ich so pissed gewesen. Ich war älter. Ich war bestimmt schon 9. Ist ja auch egal. Jedenfalls war ich so pissed gewesen. Hab ich nach Hause geschickt, den Jungen. Ja, so pissed war ich da gewesen an dem Tag. Meine tagelange Arbeit, monatelange Arbeit. Einfach ruiniert. Jo, wo ist Sonja? Wo war ihr Haus? Möchtest du das Spiel jetzt beenden? Jo, nein. Oh, man konnte mit Start auch speichern. Das habe ich vergessen. Das ist nicht Sonjas Haus. Sonjas Haus war oben links.
Vielleicht ist Sonja zu Hause. Hallo? Bin gerade weg, Sonja. Ja, es war mir klar. Ich hab die ja irgendwo auf der Map schon rumrennen sehen. Ich hätte direkt hingehen sollen. Fuck, jetzt suchen wir wieder einen Bewohner. Ach, das ist so nervig. What the hell? Ne, egal, dann können wir Turtle erstmal die Scheiße geben hier. Ah, mich juckt es furchtbar, genau in der Mitte des Rückens. Da komme ich aber nicht ran. Das nervt vielleicht. Kann ich nicht bewerten? Denk dran, was du denn, der Bürgermeister behält dich immer im Auge. Ich dachte, ich könnte die bewerten. Also zumindest gibt es ein Event, wo man die bewerten kann. Ich weiß gerade nur nicht, ob ich da jetzt wirklich die richtige Zeit und alles für eingestellt habe. Könnte sein, dass wir es einfach verpasst haben. Auf jeden Fall gibt es dieses Event. Aber es gibt scheinbar keine Sonja mehr auf der Map. Sie ist einfach despawned. Also diese... ich kann mich schon wieder aufregen, ne? Das ist ja so nervig gerade. Hier 50 mal über die Map zu rennen, wegen so einem Drecksbewohner, der hier irgendwo im Buxtehude rumkriecht. Uff, Alter. Einfach nur uff. Muss ich einfach nur los. Wo ist der denn? Ey, wenn die jetzt hier oben irgendwo rumkriecht in der Ecke, ne? Ne, hier oben ist er aber nicht. RIP, Alter, wir finden Sonja nicht mehr. Das alleine wird das Video auf 3 Stunden treiben. Weil wir schon 2 Stunden Sonja suchen. Ich meine, wenn ich die nicht gleich finde, dann spule ich die Zeit einfach gleich nochmal ein bisschen vor. Das ist mir eigentlich auch Wumpe. Ich wollte nur kurz... Ah! Geh doch. Sieh mal einer an. Bist du das Bastion? Hey, ich freue mich schon, dich zu sehen, aber es ist schon 18.53 Uhr. Der wollte ich heute so viel mit dir besprechen. Übrigens, was wolltest du von mir? Lieferung. Deine scheiß Gießkanne, Junge. Ich habe dich stundenlang gesucht. Ich bin sogar in der Zeit zurückgegangen. Danke, vielen Dank. Tom Nock liefert doch sonst niemals ins Haus. Endlich habe ich eine Gießkanne und kann meinen armen Blumen Wasser geben. Und was ich fragen wollte, hast du diesen Brief geschrieben? Ja. Alle Welt liebt es, mal einen netten Brief zu halten. Ja, es war ein Drohbrief, also ich sehe schon, sie ist nicht sehr eingeschüchtert. Und hier ist es Tradition, einmal erhaltene Briefe aufzubewahren. Hauptsächlich, damit man sie nochmal seinen Freunden zeigen kann. Wenn ich irgendwann einmal umziehen sollte, dann werde ich natürlich alle meine Briefe mitnehmen. Wer weiß, vielleicht zeige ich deine Briefe ja meinen neuen Nachbarn. Das solltest du nicht vergessen, wenn du mir mal schreibst. Da gab's dann Briefe von Freunden, die teilweise aus irgendwelchen Gründen persönliche Sachen in ihre Briefe geschrieben haben. Zum Beispiel, in wem sie gerade verliebt sind. Ich weiß nicht, warum man das seinen Bewohnern in Animal Crossing schreibt, aber... Ja, wir wussten damals nicht, dass man, wenn man zusammenspielt, dann auch Briefe und sowas getauscht werden und dass sie dann in anderen Städten erscheinen können und sowas. Wir waren kleine Kinder, wir wussten gar nicht, wie diese magische Technik funktioniert. Wir waren völlig überrascht, dass das geht und da haben teilweise Leute ein bisschen persönliche Sachen geschrieben. Naja, wir müssen ein schwarzes Brett schreiben, das kennen wir auch schon. Es sollte aber nicht zu peinlich werden. Ich habe keine Lust, 20 Mal aus der Bibel zu lesen, deswegen... So, gehen wir hoch zum schwarzen Brett. Da ist es. Turtle guckt auch schon zum schwarzen Brett. Anbringen. Och ja, okay. Ich hab mich verdrückt, eigentlich wollte ich was eingeben, aber passt schon. Ich denke, eine weiße Seite ist genug Werbung für Tom Nock. Verschwende nicht allzu viel Zeit damit, dir etwas auszudenken. Jeder weiß, dass ein barer Verkäufer nicht mal wissen muss, was er verkauft. Shit, wir müssen wirklich was ranschreiben. Ah, dieses Spiel ist manchmal cleverer, als ich es erwarte. Mhm.
warten. Okay. Hallo? Jetzt Ben? Nein. Oh Gott, warum kann ich nicht schreiben? Jetzt, okay. Wir schreiben wieder einen Rohbrief. Ich behalte das mal. Auf. Bei. Tom. Knock. Und ein paar Ausrufezeichen. So, das ist schön geworden. Ich denke, damit sollte er zufrieden sein. Jetzt weiß ich, warum er zum Bösewicht ausgewählt wurde in der Zeitung. Schönen guten Tag. Willkommen zurück. Ist dir was Gutes eingefallen? Gut, gut, gut gemacht. Das heißt dann ja, oh, das war's, du bist fertig. Die ganze Arbeit, die sich bei mir aufgestaut hat. Da ich nichts mehr habe, was ich dir aufdrücken kann, entlasse ich dich. Hm, wie bitte? Dein Kredit? Ah ja, natürlich, musst du jeden einzelnen Stern hier davon zurückzahlen. Wenn ich deinen Lohn, 1400 Sternis, abziehe, fehlen nur noch 18.400 Sternis. Da ich keine Arbeit mehr für dich habe, musst du andere Verdienstwege finden. Du kannst zum Beispiel Dinge verkaufen, die du nicht mehr benötigst. Wende dich diesbezüglich ruhig an mich, ich zahle Bestpreise. Du kannst aber auch Aufgaben für die Bewohner erledigen. Wenn du ihnen ohne Murren hilfst, werden sie dich vielleicht belohnen. Ah ja, das Geld überweist du dann im Rathaus auf mein Konto. Wenn du deinen Kredit abbezahlt hast, reden wir über den Umbau deines Hauses. Dein Haus ist ja sehr klein, bestimmt hättest du gerne mehr Platz. Also danke für deine harte Arbeit, aber jetzt gibt's nichts mehr zu tun. Ich hoffe aber, dass du mir als Kunde diesen Laden erhalten bleibst. Ja, ja. Hat er schon geschlossen? Juhu! Ich bin fertig mit der Arbeit. Ich bin ein freier Mann. Nein, er hat noch nicht geschlossen. Warum hat er mich rausgeschmissen? Egal. Wir brauchen... auf jeden Fall nicht die Karte. Wir brauchen Pfirsiche. Wo ich immer noch nicht weiß, wie ich die aufhebe. Muss ich für die klicken? Scheinbar. Okay, klicken wir einfach immer. Das passt schon. So. Okay. Wir wollen nicht direkt 20 Mal dran schütteln. Die Anzeige, die mir oben anzeigt, mit was ich gerade steuere, ich weiß nicht, ob die aus dem Original Animal Crossing ist oder ob die aus dem Emulator ist, wenn ich ehrlich bin. So, das sollte eigentlich schon reichen. Wie viel Platz haben wir noch im Inventar? Okay. Ja, ich hatte damals auch übelst die Obstplantage, um Geld zu farmen. Ich glaube, einmal abfarmen hat irgendwie immer eine Stunde gedauert oder so. Ich meine, damals als Kind, da hatte man noch die Zeit. Da hast du dich hingesetzt und eine Stunde Obst gefarmt für Animal Crossing. So, verkaufen. Wir brauchen erstmal den ganzen geilen Stuff. Oh, ah ja, wir müssen das hier oben reinmachen. Das war auch immer ganz geil. So, zack, zack. Das hier hinten hin zu machen war immer das Beste, weil dann hat sich's automatisch irgendwo hin sortiert. So, okay. Mal sehen, zusammen werden das 1500 Sternis abgemacht. Vielen Dank. Kann ich noch was für dich tun? Nö. Cool. Wir können uns direkt mal hier die Angel gönnen. Ja, aber das ist ja so billig, da nehme ich direkt 20 von. Ja, danke. Wir wissen, wie eine Angel funktioniert. Ja, okay, danke, danke, danke. Ja, ja, kein Applaus. Ist eine Angel. So, jetzt erklärt er mir gleich nochmal die geile Gießkanne. Übrigens, da was ihr links seht über dem Briefpapier, das ist eine Flaschenpost. Das ist auch exklusiv für dieses Spiel. Für dieses Animal Crossing. Man konnte Flaschenpost schreiben und die ins Wasser kloppen. Und dann konnte die auch bei deinen Freunden ankommen, wenn du mit denen mal zusammen gespielt hast. Das war auch ziemlich cool. Da standen teilweise auch ein bisschen zu persönliche Nachrichten drin, aber ja. Ich liebe Person XY, bla bla bla. Alter, da waren teilweise Dinger dabei. Ich wünschte, ich hätte noch meinen Spielstand. Ja, es war schon eine interessante Zeit damals in Animal Crossing. Möchtest du das Spiel speichern und beenden?
Ich glaube, ich habe gerade nichts zu zeigen. Wir spulen einfach die Zeit ein bisschen vor. So, Leute, da sind wir wieder. Es ist der 29.08. jetzt. 18.58 Uhr. Und ich öffne aus Versehen das Inventar. Kann man machen, muss man aber nicht. Heute ist wieder ein Eventtag, den es auch nur in diesem Spiel gibt, soweit ich das weiß. Ich öffne immer aus Versehen das Inventar. Ist vielleicht ein bisschen belastend gerade. Ich weiß gar nicht mehr, mussten wir jetzt noch irgendwas bei Tomlock machen? Bei mir ist in Real Life inzwischen jetzt übrigens ein Tag vergangen, deswegen bin ich gerade ein bisschen planlos. Das ist okay, denke ich. Zum Museum gehen wir dann auch noch gleich eine Runde. Huch, erstmal ein bisschen Bäume mitnehmen. Gehen wir mal hier rein erstmal. Gucken, ob hier jetzt irgendwas war. Sebastian, kommst du genau zur richtigen Zeit. Ich habe total vergessen, dass ich etwas Wichtiges mitnehmen muss. Jetzt, da du im Bottom lebst, wird dich die Akademie des die Akademie des schönen Hauses, kennen wir. Alles in- und auswendig. Bitte, red mich nicht so viel voll. Was? Wie? Oh, ich hätte einfach ja klicken sollen. Jetzt werde ich weiter zugelabert. Schöne Sache. Ich meine, das sind gerade Texte, die äußerst spannend sind, aber können sie überspringen. Oh, es ist 19 Uhr. Das Event fängt an. Ja, ist okay, danke, Alter. Ja, Akademie des schönen Hauses, danke. Haben wir... Oh, erstmal kommt die Nachricht hier. Woo! Hallo zusammen, verpasst nicht das heutige Feuerwerk. Kabum! Jo, das war ein Event. Ha, da habe ich mich als Kind immer tierisch drauf gefreut, weil ich ein ziemlicher Fan von Feuerwerken bin und... mag auch die Feuerwerke in Animal Crossing, wer hat's gedacht? Ja. Okay, erklär das erstmal. Danke. So, gehen wir raus zum Feuerwerk. Es gibt auch noch weitere Events. Es gibt auch noch den Yay Day, den werde ich euch aber nicht zeigen, weil dann müssten wir nochmal weiter zurückspulen, da habe ich keine Lust drauf. Da muss man Bewohnern Komplimente machen. Das ist auch exklusiv für dieses Animal Crossing. Und als Event gibt es auch noch exklusiv in diesem Animal Crossing, soweit ich weiß, dass die Stadtbewohner eine Melodie vorschlagen können. Also das ist so ein Tagesevent irgendwie, wo jeder eine Melodie vorschlägt. Ich habe es nicht mehr richtig im Kopf. Ich glaube jedenfalls, dass ich das bei anderen Animal Crossing nicht mehr gesehen hatte. Und dann könntet ihr rein theoretisch eine Melodie auswählen und dann wird die zu der Melodie geändert, die euch der Dorfbewohner vorgesungen hat, sage ich jetzt immer. So, was haben wir jetzt hier für ein Event? Das ist Feuerwerks-Event vom August. Jeden Samstag ab 19 Uhr ist Feuerwerk. Wie gesagt, aber nur im August. Und das ist was, soweit ich weiß, gibt es das auch nur hier in Wild World. Und als Kind habe ich das halt geliebt. Vor allen Dingen, wenn du noch mit Freunden draußen rumgehangen hast, weil... Alter, das ist Sissy. Alter, die war die andere Ente, wo es immer die Gerüchte gab. Bill. Dass die zusammen sind. Oh mein Gott, die habe ich auch nie wieder gesehen in einem anderen Spiel. In New Horizon werde ich die beiden auf jeden Fall versuchen wiederzukriegen, das steht fest. Ich muss mal ganz kurz... Man kann übrigens das Spiel auch mit den Stift steuern. Krieg's nur gerade nicht hin, ich weiß nicht warum. Hallo, Spiel? Ich kann nichts mehr mit dem Stift klicken, Hilfe. What? Was ist hier los? Wir haben technische Probleme. Jetzt geht's. Ah, okay. Ich hatte die ganze Zeit... Moment. Hier ist übrigens eine Mücke um uns rum. Ist das eine Mücke? Oh, wir haben keinen Kescher. Oh, wir haben zwei Angeln. Ja, RIP, Alter. Ich habe mich verguckt gehabt. Ich kann gerade nicht langsam laufen. Das ist gerade ein Problem. Ich wollte den Fisch da angeln, aber... Ja, okay, wir kriegen es hin. Ich weiß nicht, warum mein Charakter dauersprintet, wenn ich ehrlich bin. Alter, das erste Mal angeln in Animal Crossing, weil wir am Gamecube nie eine Angel gekriegt haben, während des Feuerwerks. Ja, was wollte ich sagen mit dem Feuerwerk? Schöne Kindheitserinnerung. Damals konnte man noch lange draußen wach bleiben. Alter, was rede ich für eine beschissene Paste, Alter. Damals konnte man
im August noch länger wach bleiben, logischerweise, beziehungsweise länger draußen bleiben, weil es halt fucking hell war. Und das war mein Event, dann mit seinen Freunden irgendwo auf einer Parkbank zu chillen, dann Animal Crossing zu spielen mit dem Feuerwerk hier. Das war eine schöne Sache. Dann hat man zusammen geangelt und Krams und Karpfen, den Ayu-Fisch, fast dasselbe. Oh, da hinten ein Dorfbewohner. Alter, das ist ganz schön laut gerade bei mir. Das muss ich dann auf jeden Fall ein bisschen runterregeln beim Rendern, ey. Hier können wir noch reingehen. Ich glaube, das Feuerwerk ging bis 21 Uhr oder bis 23 Uhr. Ich weiß es gerade nicht genau. Das war jedenfalls super cool. Hier will ich nur zeigen, dass die auch wieder in diesem Spiel vorhanden sind. Die beiden, die beim GameCube-Teil bei der Wache sind, bei der Polizeiwache. Hier sind die dann dafür da, um zu anderen Städten zu reisen. Und jetzt gehen wir ins Museum. Da gibt es auch noch ein Feature, was es nur in diesem Animal Crossing gibt. Und dann reden wir mit dem alten Mann da oben. Ich habe gerade keine Lust. Ah, hier ist es. Und zwar kann man eigene Sternbilder kreieren, was ich damals super cool fand. Und ich finde es super schade, dass das nicht mehr in New Leaf existiert, weil rein theoretisch hätte man es ja machen können. Es existiert ja noch der Bildschirm, der obere und alles. Willkommen im Observatorium von Bottom. Shubihu, kann ich dir helfen? Du bist süß. Shubihu, du neckst mich ja, du Schelm. Warum wirfst du nicht einen Blick durch das Teleskop? Okay. Beobachten. Shubihu, versteh schon. Ich will ja nicht im Wege stehen. Ja, jetzt können wir durchgucken. Und ich glaube, man kann auch mit dem... Ah ja. Wie konnte ich jetzt hier was anklicken? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich konnte irgendwie eigene Sternbilder machen. Oh, Moment. Nochmal zurück. Total genial, nicht wahr? Was hast du sonst noch vor, Shubihu Sternbilder? Sicher doch. Immer froh, etwas Neues im Sternenhimmel zu entdecken. Ah, jetzt können wir hier Sternbilder erstellen. Ah ja, oh ja. Oh, das habe ich als Kind so gerne gemacht. Ich finde das eigentlich so cool. Ich hätte das so gerne wieder, Sternbilder zu machen. Ich weiß noch, dass ich ein Strichmännchen in meinem Sternenhimmel hatte. Fantastisch, oder? Guck mal, wir machen einen schönen Kreis. Okay, ich schaff's nicht. So, wie viele Leute sitzen gerade hier und denken, mach mal einen Penis. Warum kann ich nicht? Y? Oh. Mach mal okay. Ist das richtig? Ja. Nun, ausgehend von den Koordinaten, Shubihu, schauen wir mal. Du siehst es am 9. Dezember um 18 Uhr. Soll ich das Sternbild in meine Sternkarte aufnehmen? Ja, bitte. Hast du dir schon einen Namen für das Sternbild überlegt? Okay. Warum macht das so ein Geräusch? Yo. Mein Controller wird nicht richtig erkannt. Auf meinem Controller wird angeblich die ganze Zeit irgendeine Taste gedrückt, was aber nicht der Fall ist. Ah, jetzt geht's. Kreis. Nur eine Sekunde und schon haben wir einen Eintrag für Kreis. Shubihu, Kreis. Oh ja, ein wundervoller Name. Dass ich das nicht früher gesehen habe. Sie sind wie füreinander geschaffen. Sie schreien uns ja. Kreis, geradezu lauthals entgegen. Oh, Verzeihung, ich war wohl etwas überenthusiastisch. Wie kann ich dir helfen? Wolltest du noch etwas erledigen? Sternbilder. Ja, bitte. Ein neues. Wir wollen keins ändern. So, jetzt machen wir den lang erwarteten Penis. Darauf haben jetzt alle gewartet. Ich denke, das ist so gut genug. Cool. Bla bla. Ja. Ja, bitte.
Penis. Bekommen wir ja schnell noch eins. Eins machen wir noch. Ich will das Strichmännchen haben. So. Nur noch das Strichmännchen, dann bin ich fertig. Da ist der Penis. Hier ist Platz für ein Strichmännchen. Moment. Nee, ich muss weiter unten anfangen. Ah, hä? Wie habe ich denn das letzte Mal hingekriegt damals? Das ist ein rennendes Strichmännchen. Naja. Ich bin mit dem Kopf nicht ganz zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Jetzt sieht's aus wie ein Alien, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber ich denke mal, es geht so. Ja. Am 3. Oktober, das ist ganz toll. Nee, Struch passt schon. Das heißt jetzt Struch, das Strichmännchen. Ja, danke. Ja. Nichts. Ach, ja, ich wünschte, das würde es mal wieder in Animal Crossing geben. Das fand ich ein tolles Feature. Aber ich denke mal, New Horizon wird spektakulär genug werden. Nach der Direct. Und guck mal, da ist Venus und Kreis. Ach, ich hasse mein Leben. Ja, die Sternbilder sieht man jetzt da oben und die ziehen dann auch so Tag für Tag da lang. Unser Strichmännchen sieht man jetzt noch nicht. Aber der Tag wird kommen, wo man es sehen kann. So, meine Freunde. Wir können bei Sino und Tina mal noch vorbeischauen. Oh, wir wollten erstmal zu Turtle. Habe ich schon wieder fast vergessen. Okay. Erstmal ein bisschen rumangeln. Ah! Ich habe immer eine andere Stimme für die Charaktere, weil ich sie mir nicht merken kann. Das ist schlimm. Ah, nichts geht über ein Marmeladenbrot unter einem explodierenden Himmel. Heute gibt es das letzte Feuerwerk dieses Sommers, Sprössling. Erst nächstes Jahr gibt es wieder eins. Deswegen nimm bitte das hier. Eine Wunderkerze. Und los mit dir, du kleines Biest. Oh ja, das habe ich mal gerne gemacht. Hier, pass auf. Man nimmt die jetzt. Zieht die auf seinen Charakter. Zieht die auf seinen Charakter. Dann hat er die in der Hand. Ja, pass auf, es wird noch besser. Der kann die nicht nur in der Hand halten. Der Hype geht jetzt erst richtig los, Alter. Und jetzt. Woo! Ja, das sieht gerade unspektakulärer als sie, aus, als ich es in Erinnerung hatte. Oh, hier, guck dir das an. Jetzt geht's richtig rund. Woo! Oh, das ist weg. Hast du noch mehr? Oh ja, man konnte ganz viel von dem holen, glaube ich. Eine Römerkerze. Alter, eine Römerkerze. Stell euch das mal vor. Okay, wir werden einfach ganz langsam unser Inventar jetzt füllen. Alter, eine Wunderkerze. Es gibt unterschiedlichen Shit. Ich glaube, es gab auch welche, die man nach oben... Oh. Gut, nimm dies, Junge. Was? Ich weiß nicht mehr, was ich eingeklickt habe. Oh, wir haben Glückskeks. Okay, gucken wir mal die Glückskeks. Ah, hier. Wahrsagung. Ah, ja. Böller. Kopf, gib alles. Herz, keine Sorge. Bauch, ist nicht zu viel. Glück haben die Mutigen. Das ist meine Zukunft. Fantastisch, die wollte ich schon immer haben. Digga, jetzt bin ich gerettet, ey. Okay, machen wir erstmal nochmal eine Wunderkerze an. Woo! Yeah! Party! Ich meine, wenn man das mit mehr Leuten macht, ist es nochmal wesentlich cooler. Aber, machen wir nochmal die Römerkerze an. Alter, das wird jetzt ein Effekt, du. Alter, scheiße, geil, Junge. Oh. Guck dir die Wunderkerze an, Alter. Ihr werdet nie mehr. Oh, sie ist weg. Hast du noch mehr? Mhm. Ich weiß nicht, ob es welche gab, die man nach oben steigen lassen konnte. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht.
ob es den Kram in späteren Animal Crossing Teilen gab, aber ich glaube schon. Doch, ich glaube schon. Aber ich habe in New Leaf, glaube ich, nie eine Wunderkerze in der Hand gehabt. Bin mir nicht sicher. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in City Folk, beziehungsweise Let's Go to the City, to the City, dass ich da einen Ballon und sowas in der Hand hatte, aber Feuerwerk weiß ich jetzt gerade nicht genau. So, das war doch mal fantastisch, würde ich sagen. Hallo. Es geht. Wie, heute ist der Tag der Feuerwerkssaison? Oh. Nein, ich will das nicht hören. Soll das bedeuten, es gibt auch kein Eis mehr? Nee, das war's dann. Ab heute ist alles komplett rip. Was ist hier los? Warum ist der Himmel so leer? Ah, okay, danke. Ist auch cool, dass der Boden sich immer dann so erhält. In den Farben von den Knallern, die da so links hochgehen. So, gab's hier den Captain eigentlich noch außer im Taxi? Ich glaube nicht. Hey, willkommen bei der Modelschneiderei Sinatina. Hier kannst du Modedesigner werden. Okay, was kann ich für dich tun? Ich will designen. Du möchtest dein eigenes Design entwerfen? Geht klar. Für das Material müssen wir allerdings 350 Sternis berechnen. Oh, da ist die Ritterrüstung. Das ist die Ritterrüstung. Tina, kümmerst du dich bitte um diesen Kunden? Was, Schwesterchen? Ich bin doch auch beschäftigt. Wenn du Fragen hast, stell sie bitte der Angestellten dort drüben, ja? Mit der konnte man sich hier auf alle Fälle anfreunden, das weiß ich noch. Wenn es eine Weile gedauert hat. Düdlüdüm-düm-düm. Was ist denn das hier für ein Haus? Ah, Roland. Okay. Sagt mir jetzt nichts der Name. Moment. Ist Roland nicht das Meme, was zurzeit auf Reddit umhergeht? Der Pinguin. Er ist es, wie geil. Es gibt zurzeit ein Meme auf Animal Crossing Reddit, wo jemand so lange Roland in Bilder rein editiert, bis der Release von Animal Crossing New Horizon erscheint. Und die Bilder sehen teilweise richtig geil bearbeitet aus. Hey, schönen Abend. Hm? Oh ja, und schön dich zu treffen, Kumpel. Ich bin Roland, auch bekannt als der schluckende Ninja. Das klingt nach einem der besten Pornos, den es überhaupt geben kann. Ich bin gerade erst im Bottom eingezogen. Hast du schon mal getrunken? Ich meine, um die Wette. Yo, will dir mir gerade Alkohol andrehen? Okay, nächstes Mal gilt's. Kirschsaft ganz frisch. Nur du und ich. Will der mich mit Wein abfüllen? Guten Abend. Die Nacht ist jung, genau wie wir, Bastion. Genug davon. Du wolltest mir etwas sagen, Kumpel? Ist langweilig. Hier gibt's Obst. Berühre den Baum mit dem... Blablabla. Tutorial. Tutorial. Okay, tschüss Roland. Jo, den muss ich bei mir dann ins Thumbnail packen, das darf ich nicht verpassen. Hui! Okay, das ist jedenfalls der Sommer in Animal Crossing. Ich denke, andere spektakuläre Dinge werden wir jetzt auf Anhieb nicht finden. Also die Tarantel wäre zum Beispiel so ein spektakuläres Ding, aber die wird uns jetzt hier nicht so nebenbei begegnen. Oh, hier ist so eine Giftblume. Okay, Giftblume, was auch immer Blume. Ach ja, da kommen die komischen Fliegen da, die man da fangen kann. Wir haben aber keinen Kescher, deswegen können wir das nicht machen. Ich glaube, die Blumen gibt es auch nur in diesem Animal Crossing. Kann man, glaube ich, auch nicht einsammeln. Oder? Hallo, Touch? Touch-Steuerung gern. Yo. Ich kann nichts mehr drücken, schon wieder. Was ist hier los? Jetzt. Es geht immer direkt zurück zum Controller. Das ist vielleicht was, was ich irgendwie fixen sollte. Ne, damit können wir nichts machen. Ne,
Nein, die Blume ist einfach nur fester Bestandteil von der Umgebung. Okay, ich drehe die Zeit nochmal eine Runde nach vorne und versuche, meinen Controller zu fixen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich weiß nicht, ob ich meinen Controller gefixt habe. Aber wir sind jetzt im Herbst angekommen. Und es ist Eichenfest. Das ist auch ein Fest, was es nur hier gibt. Wir haben Post. Von der Akademie des Schönen Hauses und von der Akademie des Schönen Hauses. Wie viele Punkte kriegen wir? Blablabla, das sind nicht die Punkte. Du kannst wohl hier leben, aber willst du das auch? Arbeite härter dran. Okay, dankeschön. Das waren ja vielversprechende Worte. Oh mein Gott. Die Steuerung macht mich fertig. So. Oh. Was ist denn hier passiert? Oh, shit. Ja, was ist denn hier passiert? Heb es auf. Danke. So, wir heben jetzt hier mal ein paar Eicheln auf, meine Freunde. Die Eicheln sehen von außen alle gleich aus, wie ihr seht. Aber im Inventar werden sie sich gleich ändern. Heb jetzt die Eichel auf. Hier sehen wir verrottete Eicheln, Schimmeleiche. Die schmeißen wir weg. Die sind nicht cool, die wollen wir nicht. Was ist das hier? Rieseneichel. Klasse. Rundeichel. Wunderbar. Eichel. Okay. Zwergeichel. Nett. Und damit gehen wir jetzt mal zum Rathaus. Hui, Rathaus. Ja, noch mehr Eicheln. Die lasse ich aber liegen, weil ich faul bin. Das ist, eine Person, die wir nicht kennen. Der Eichen. Sammel nie Kastanien. Denn ihre Stacheln stechen. Auf Walnüsse verzichte auch, die Nuss ist kaum zu brechen. Deshalb liebe ich die Eicheln, so schmerzlos glatt und rund. Jawohl, ich liebe Eicheln, sie halten mich gesund. Darf ich mich vorstellen? Ich bin der geheimnisvolle Eichenmann. Oh, geheimnisvoll. Die ganze nächste Woche werde ich mit meinen besonderen Kräften Eicheln in der Stadt verteilen. Wie eine gute Fee. Nur ohne Zauberstab. Mit Eicheln und ohne die drei Wünsche. Wenn du eine Eiche findest, bring sie mir. Bring sie mir am besten alle. Wenn mir genügend bringst, belohne ich dich. Vielleicht bekommst du etwas Besonderes von mir. Ich bin ja für gewöhnlich recht friedfertig. Spröss ich meine kleine Eichel. Aber bring mir auf jeden Fall keine Schimmeleichel. Wenn du das wagen solltest, dann wehe dir. Oh ja, Bastion, ich habe dich gewarnt. Wenn man ihm eine Schimmeleiche bringt, dann... Da will wohl jemand ins Rathaus. Wenn man ihm eine Schimmeleiche bringt, dann nimmt er alle anderen Eichen, die man im Inventar hat, weg. Sie bekommen schon das große Zähneklappern. Habe Eichelzähne? Nun, wie viele Eicheln hast du mir gebracht? Insgesamt 6. Und natürlich darf ich sie alle behalten. Ja, sicher. Na, aber Sigi doch. Ah... Dann war das also alles. Der große Eichenmann ist sehr erfreut. Du hast mir insgesamt 6 Eicheln gebracht. Aber der große Eichenmann will noch mehr. Mehr! Naja, Zeit für deinen Preis. Hier ist ein schönes Pilzregal. Bist du zufrieden, kleine Eichel? Hier, nimm. Und denk dran, kleine Eichel, der große und mächtige Eichenmann wird dich stets beobachten. Das Pilzzeug konnte man... nur dadurch bekommen, indem man ihm Eicheln sammelt, wie ein Behinderter. Was sagt Sissy dazu? Hehe, guten Abend. Wir kennen uns noch nicht, hm? Mein Name ist Sissy. Wenn du mich siehst, dann schau mal vorbei, okay? Oh, ein neues Feature war auch, dass man Leuten zuwinken kann, wenn man draufklickt. Das geht nicht, RIP. Profi-Effekt. Ich glaube, es ging aber nur, wenn man befreundet war oder so. Ich habe übrigens meinen Controller nicht geschafft zu fixen, falls ihr euch da gerade gewundert habt. Es war mir einfach nicht möglich.
Meine Inkompetenz war zu groß. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, dass es nicht richtig funktioniert, aber ich denke mal, für den Rest des Videos werden wir das überleben. Ich habe übrigens den Frühling übersprungen, ist mir aufgefallen. Das ist was, was ich dann noch nachholen werde gleich dann bald. Hässlich! Wie in einer Welt ist dir denn passiert? Stochenboden? Rühr das mit Medizin aus und zwar flott. Hast du schon eine Riesenladung Eichen gesammelt, Bastion? Ich mache gleichzeitig mein Training, deswegen habe ich nicht so viel. Ich versuche mir sie mit meinen Schulterblättern aufzuheben. Während ich Sit-Ups mache. Die Vorstellung klingt gerade echt fantastisch. Tagchen, Bastion! Zeit für ein kleines Pop-Quiz! Wenn du richtig antwortest, bekommst du was ganz Tolles. Frage! Was hat letzte Woche Lady Gaga zu Mittag gegessen? Sandwich, Lasagne, Reis, viel Reis, 5 Salzgurken. 5 Salzgurken. Genau, du hast gleich beim ersten Versuch richtig geraten. Okay, dann bekommst du jetzt den Preis. Halte die Hände auf. Und pass gut drauf auf. Die Küchenuhr war nicht leicht zu finden. Ja, ständig verlegt man die Küchenuhr. Also bekleckere sie nicht mit Eis oder so, okay? Warum kann ich dir nicht zuwinken? Ich sollte dir eigentlich zuwinken können. Ich bin irritiert. Eigentlich sollte es gehen. Oder war es in... Let's go to the city. Ja, wie auch immer. Unsere Stadt hat auf jeden Fall viel Grün. Aber nicht das gute Grün, eher so das negative Grün. Oh, das ist eine Mücke? Ne, ist eine Fliege. Wir können mal bei Tom Nook noch gucken gehen, ob der was Neues hat. Vielleicht kriegen wir noch einen Casher. Achso, das hier ist auch übrigens das Animal Crossing, was als erstes das UFO eingefügt hat. Was man runterschießen kann. Aber ich denke, das werden wir nie im Leben zu sehen bekommen. Wir haben nicht genug Geld. Das UFO hat einem dann besondere Items gegeben. Beziehungsweise besondere Möbel. Nehmen wir doch hier ein bisschen Cake mit hier. Oh. Liegt hier vielleicht noch eine Koralle oder so? Was bist du hier? Sanddollar? Ist nicht viel wert. Lass mal liegen. Sanddollar? Cool. Brauche ich nicht. Auri-Schnecke. Ja gut, nehmen wir die halt mit. Ich glaube, die ist 100 wert. Nehmen sie mit! Super weirde Hitbox gewesen, ey. Ich habe als Kind immer viel Muscheln gesammelt, weil ich damals dachte, damit kann man gut Geld verdienen. Stellt sich heraus, damit kann man nicht so viel Geld verdienen. So, verkaufen wir den Shit. Ja, bla bla bla. Was ist das hier eigentlich? Küchenuhr, aha. Hängematte, aha. Pilzregal, tschüss. Oh, das reicht locker und... Oh nein. Grüne Preise wollen wir nicht. Das ist übrigens auch das Animal Crossing, was die rote Rübe eingefügt hat. Ich habe so den Angel gekauft. Ach, leck mich doch. Falls ihr nicht wisst, was rote Rüben sind, die gibt es nämlich in New Leaf nicht mehr. Rote Rüben konnte man einpflanzen und musste die täglich gießen, sonst sind die eingegangen. Und wenn man die täglich gegossen hat, wurde die immer wertvoller und wertvoller. Der Einstiegspreis war 1000 Sternis. Und wenn man die dann, ich glaube, 2 Wochen gegossen hat oder eine Woche gegossen hat, ich bin mir gerade nicht sicher, dann waren die am Ende, ich glaube, 16.000 wert oder 32.000 wert. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, ist ja auch egal. Jedenfalls gab es rote Rüben in dem Spiel, die wurden hier eingefügt. Und dann aus komischen Gründen wieder entfernt. Das macht, verstehe ich immer nicht ganz, warum manche Dinge wieder entfernt werden, aber okay. Ich habe eine Fliege gefangen. Schwirr. Oh, wir haben ganz schön viele Fliegen. Liegt das an dem Unkraut, dass hier so viele Fliegen sind? Das ist nämlich ziemlich unhygienisch. Oder liegt das hier an der Blume? Bin gespannt, ob die Blume im Winter denn auch noch da ist. War das, ach, oder kamen die Blumen, kamen glaube ich nur, wenn die Stadt zu ungepflegt war oder so. Na, ich bin mir gerade nicht so sicher. Irgendwas damit hat es jedenfalls auf sich. Ich meine, unsere Stadt ist eigentlich schon ziemlich gepflegt. Sie sieht echt schön aus. Hast du noch was Spezielles zu sagen?
Oh hey, kennen wir uns schon? Ich heiße Hasso. Mein Sternzeichen ist Skorpion. Das soll aber nicht heißen, dass ich auf diese Astromasche stehe. Ich gehe lieber Löcher graben. Also, war schön, dich kennengelernt zu haben. Jo, Bastrion, was ist mit deiner Visage passiert? Sieht ja schrecklich aus. Ah, Bienenstich, hm. Genau davor habe ich dich doch gewarnt. Wenn dich Bienen angreifen, renn in irgendein Haus. Ist doch nicht so schwer. Weißt du, herumlabern und so passt eigentlich gar nicht zu mir. Aber bei Eichen bin ich einfach nicht zu bremsen. Haha. Eichen sammeln, das ist der wahre Sinn des Lebens. Wenn nicht der, welcher dann? So, ich überlege gerade, ob wir die Zeit jetzt in den Frühling schalten oder ob ich noch irgendwas zu zeigen habe. Aber eigentlich so nicht gerade. Wie gesagt, der DS-Teil ist eigentlich nicht der spektakulärste, aber er hat recht viele Events, die regelmäßig stattfinden. Wie zum Beispiel eben das Feuerwerk jeden Samstag im August und so ein Kram. Hier ist aber auch gerade niemand unterwegs, mit dem ich mich unterhalten könnte. Wir können auch in ein Haus hier reingehen. Wir können nicht in ein Haus reingehen, weil Tanja ist gerade nicht da. Komischerweise sehe ich aber auch niemanden. Was sagt Sissy zu der Gesamtsituation? Warum musst du auch gegen Bienen kämpfen? Die gewinnen immer, immer. Du solltest wirklich besser auf dich aufpassen. So, Bastian, wie läuft das Eichensammeln? Hast du schon alle gefunden? Sammel möglichst viele und der Eichenmann wird dich belohnen. Okay, es reden alle über Eichen, weil es ist Eichen-Event. Das macht Sinn. Deswegen würde ich sagen, wir spulen die Zeit ein bisschen vor. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Dieses Mal im Frühling. 10.04. Diesmal ist Blumenfest. Auch ein Fest, das es nur in diesem Animal Crossing gab. Und zwar geht es hier darum, wer den schönsten Garten hat quasi. Das heißt, wer am meisten Blumen um sich rum hat, gewinnt dann hier einen schönen Preis. Oh, neuer Bewohner. Blü, blü, bla, blü, blü, bla, Blumen blühen. Heute wird sich Botten vor Blumen kaum retten können. Warum? Wir feiern das Blumenfest. Frag mich ruhig. Ich weiß alles darüber. Interessiert? Na, aber natürlich. Während des Blumenfests verwandeln die Bewohner das Gebiet um ihr Haus herum in den Garten der Träume. Nachdem alle in der Stadt das gemacht haben, werde ich am letzten Tag des Festes den besten Garten küren. Dann wird der beste Garten den verdienten Titel Grüner Daumen erhalten. Wenn du mir weiter so nette Sachen sagst, erzähl ich vielleicht noch mehr. Bist der Beste. Um eins klarzustellen, du sollst die Blumen nicht nur zack zack irgendwie hinsetzen. Ein schöner Garten ist sorgfältig geplant, mit einem Sinn für Ordnung. Aber eigentlich mag ich besonders viele dichte Blumenbäder. Glamourös. Und nun nimm das hier, Sprössling. Eine Papageitulpe. Nur für dich. Aus Dankbarkeit, weil du den Garten meines Herzens blühen lässt. Mit Amit. Seriöse, was? Okay. Danke, alter Mann. Gibt ihr mir noch mehr Blumen? In meiner Jugend war ich in ein recht ordentlicher Blumenmann. Rüstling. Bist du an den Kriegsgeschichten eines alten Gärtners interessiert? Oh ja. Wo waren wir gleich? Tut mir leid, aber mein Gedankenzug ist entgleist. Jo, Opa, alles gut. In meiner Jugend war ich ein recht ordentlicher bisschen. Orchideen bedeuten Talent. Eine Blume wie für mich geschaffen. Wie war das, Bastion? Ach lass, Komplimente machen mich so verlegen. Ich sehe schon, der ist fasziniert. Was wollte ich sagen? Es gibt noch was, was es auch nur in diesem Animal Crossing gibt, nämlich der Flohmarkt. Das ist was, was irgendwie auch immer an einem Samstag war. Ich bin mir gerade nicht sicher. Jedenfalls geht es da darum, dass Bewohner in euer Haus kommen können und ihr da Shit verkaufen könnt.
Also wenn ihr quasi in eurem Haus wart bei einem Flohmarkt, dann kommt euch random Bewohner besuchen und ihr könnt denen die Sachen andrehen, die dann gerade in dem Moment in eurem Haus standen. Meistens habe ich dann einfach alles voller Fische gepackt und denen die Fische überteuert angeboten. Das hat immer ganz gut funktioniert. Nö. Wollte ich nicht, habe ich verdrückt. Und beim Flohmarkt konnte man aber ebenfalls, oh, wir brauchen eine Schleuder, dann könnten wir das da abschießen, aber wir haben keine, also Ripperino. Da ist nämlich ein Geschenk, was rumfliegt. Ich könnte das so nicht mal treffen, weil ich gerade die Bildschirme nebeneinander und nicht übereinander habe. Was wollte ich sagen? Ach ja, beim Flohmarkt konnte man dann auch in die Häuser der Bewohner reingehen und bei denen dann Sachen kaufen. Also wenn da irgendwelche Möbelstücke waren, die euch interessiert haben, dann hätte die Chance bestanden, dass ihr die hättet kaufen können. Aber ja, das ist auch ein Event, das es leider nicht mehr gibt. Mir fällt gerade auf, Wild World hat ziemlich viele Events, die dann einfach gestrichen wurden in anderen Spielen. Na, ja, ganz spektakulär, die Gießkanne. Die wurde übrigens auch eingefügt. Ja, tschüss, ne? Ach, dass ich mit Staub nicht in meinen Inventar komme, ist auch belastend. Allgemein, die Steuerung ist super umständlich, gerade für mich. Ich komme da nicht so mit klar, wie ich eigentlich gerne wollte. Ach. Ja, zeig mal die Fliege. Toll. Fantastisch. Nimm es! Warum nimmt das nicht? Muss ich den Kescher aus dem Inventar nehmen? Hochrüstung entfernen. Ah ja. Macht Sinn. Gieß doch! Kompliziert die Steuerung wirklich. Oh, da ist Ronald. Mit dem quatschen wir gleich nochmal eine Runde. Während ich hier jetzt gezielt eine Blume gieße. Das ist doch schön. Übrigens, damals in meiner Schule haben die Leute gedacht, man muss die Blumen fucking jeden Tag gießen. Und die waren so irre und haben alle ihre Blumen jeden Tag gegossen. Die wussten nicht, dass man die nur gießen muss, wenn die so welk sind. Was ich nicht ganz verstehen kann, weil das super offensichtlich ist. Und ich glaube, das wird auch gesagt, aber alle in meiner Klasse waren dumm, außer ich, wollte ich damit sagen. Nein, aber sie haben es halt wirklich nicht gerafft und ich verstehe es heute nicht, warum nicht. Hör auf, über meine Blumen zu rennen, Bastion. Ich mach das schon bei allen anderen. Ich brauch den Pokal. Ja, man hat immer dann einen Pokal bekommen, den Blumenpokal. Davon hatte ich bei meinem alten Animal Crossing Stand super viele. Weil, wie gesagt, ich hatte alles voller Blumen. Und dementsprechend ist es mir nicht schwer gefallen, den Blumenpokal zu gewinnen. Jo, die Färbung ist aber so komisch in dem Spiel. Es lässt sich hier schwerer unterscheiden, welche Jahreszeit ist. Bei Animal Crossing für den GameCube war das eindeutiger alles. Aber ich meine, das hier ist ein DS-Teil, ne? Was sollen wir erwarten? Wir können eigentlich... Also eigentlich bin ich aber überrascht, dass das Spiel so relativ gut aussieht. Es hat durch den Grafikstil so seinen eigenen Charme, den ich eigentlich ganz schick finde. Aber ich bin mir auch sicher, dass das Spiel in HD-Texturen richtig gut aussehen würde. Aber leider, wie gesagt, der DS-Emulator unterstützt nicht, dass man Texture-Packs verwenden kann. Deswegen werden wir das so schnell nicht rausfinden. Allgemein irgendwie die Nintendo DS-Emulator-Szene ist irgendwie ein bisschen tot, würde ich sagen. Also irgendwie ist die Entwicklung da super langsam. Die Entwicklung des 3DS geht da wesentlich schneller voran bei der Emulator-Szene. Hallo Ruda, gehst du auch gerne Gärtnern? Mein Name ist Barry. Ich habe das Aroma vom Bottom gerochen und wollte unbedingt hierher. Man nennt mich den Karottenkuchen-Experten. Warum? Ist nicht der letzte Tag... Boah, Alter, jetzt hab ich mich gerade erschrocken. Ey, kennt ihr das manchmal, wenn ihr so im Augenwinkel denkt, ihr seht eine Spinne an der Wand? Wenn ja, ich kenne das Gefühl, weil... Ich muss das kurz erklären, ich habe hier so eine Ecke bei mir. Also mein Schrank, mein
PC steht halt an der Ecke. Und da kommen immer von unten rechts so Spinnen manchmal hochgekrochen, aus so irgendwelchen Gründen. Weil hier ist quasi die Box, die fürs Internet ist hier, der Router. Und da geht ein Kabel runter in den Keller. Das heißt, da ist ein Loch gebohrt worden. Und von da krabbeln dann manchmal Spinnen hoch. Und dann kriechen die hier die Wand lang und dann scheiße ich mir ein. Und ich hatte gerade schon wieder mir sowas eingebildet. Ist nicht der letzte Tag des Blumenfests am Sonntag? Oh, was soll ich nur tun? Meine Blumen sind noch nicht so weit. Das ist ärgerlich. Oh, die will direkt mit uns reden. Weißt du, Bastian, wenn ich mit Leuten Freundschaft geschlossen habe, gebe ich ihnen immer ein Foto von mir mit meinem schönsten Lächeln. Das ist meine alte Sissi-Familientradition. Komisch. Ja, man konnte hier Fotos freischalten von sämtlichen Leuten. Aber dafür musste man befreundet sein. Die Leute winken mir hier wirklich nicht zu. Ich bin super irritiert. Ich dachte, das sollte hier gehen. Oder wir haben wirklich nicht genug Freundschaft. Das könnte wirklich auch sein. Ich meine, wie auch immer. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es in Let's Go to the City geht. Und wenn wir es denn da nicht auch nicht hinbekommen, dann wissen wir, dass es daran liegt, dass wir nicht gut genug befreundet sind. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es hier gehen sollte. Ach, aber naja, egal. Was auch immer. Ich denke, viel mehr habe ich hier gerade nicht zu zeigen. Deswegen könnte ich die Aufnahme eigentlich jetzt so langsam beenden, würde ich sagen. Waren wir überhaupt schon mal in unserem Haus gewesen? Warum haben wir Post? Ja. Punkte, immer noch dieselben. Wer hätte es gedacht? Niemand. Nochmal in unser Haus gehen. Oh, wir haben Kakerlaken in der Zwischenzeit bekommen. Das war aber klar. Sie sind nervig wie immer. Da wussten wir als Kinder, waren wir da auch ein bisschen überrascht, als plötzlich Kakerlaken hier in dem Spiel waren. Wir sind super irritiert waren, was hier gerade abgeht. Weil wir wussten nicht, warum die plötzlich da kamen. Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, wenn man eine bestimmte Zeit nicht spielt, oder ob die auch kommen, wenn man lange nicht im Haus war. Ich glaube, die konnten auch erscheinen, wenn man irgendwie lange nicht im Haus war. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So, sind alle tot? Ja, sind es. Schick. Irgendwie fehlt hier, glaube ich, das Kreuz drin. Der Emulator hat da ein paar Probleme, das wiederzugeben, habe ich so das Gefühl. Aber ja, meine lieben Freunde, das war's, würde ich sagen, mit Animal Crossing Wild World. Ich denke, ich habe alles gezeigt, was ich hätte zeigen können. So gut ich konnte. Und ich würde sagen, wir sollten uns dann rein theoretisch bei Let's Go to the City wiedersehen. Bis dann.